Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Vinti für euch zurück mit dem Let's Play von Go Go Outback, my first trip to Australia, hier in Melbourne. Und tja, ich folge ein bisschen der Karte entlang und dann bin ich auf die Brücke gegangen, die da vor uns liegt. Und diese breite Brücke, sie erlaubte es, sowohl den Autos als auch den Straßenbahnen darüber hinweg zu gleiten oder besser zu fahren. Um genau zu sein, sogar zwei Reihen von Straßenbahnen, also zwei Schienen, die da entlang fuhren. Ja, waren wir also auf einer großen Brücke. Auch hier gibt es wieder ein Video, direkt zu Anfang, welches wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Schauen wir doch direkt mal. Melbourne Yarra River oder so heißt das Ganze wohl scheinbar. Yarra River. Das ist mal wieder so ein schönes Straßenschild. Soll das etwa die Brücke sein? Weil wenn, dann im Spiel hat die Brücke ja noch so riesige Pfeiler, so als wäre das so eine, keine Ahnung was, Stahlträgerbrücke. Aber hier sieht das eher nach einer kleinen, normalen Brücke aus, die aber natürlich durchaus sehr breit ist. Oh, und da fährt die Straßenbahn lang, yay. Aber solche Brücken gibt es in Leipzig auch. Nicht, dass ich Vinti schon mal in Leipzig gewesen wäre, aber ich habe das so vom Hörensagen gehört. Nun gut, da sieht man noch ein bisschen von der Skyline, vom Fluss aus, von der Seite der Brücke und so weiter und so fort. Wieder ein 50-Sekunden-Video, welches ihr, wie alle anderen, falls welche auftauchen, wieder unten in der Videobeschreibung finden werdet, die der liebe Florian, mein Let's Player, ja, wieder dort mit einfügen wird. Ja, eine ganze Menge von Fahrrädern fuhren links und rechts an mir vorbei. Wenn ich als ich nach unten sah, bemerkte ich, dass dort ein Zeichen für ein Fahrrad war. Das bedeutet, dass ich wohl aus Versehen auf die extra Fahrradlinie gestolpert bin und nicht auf dem eigentlichen Fußweg. Ups. Ich fühlte mich wie eine dumme Touristin und deswegen hüpfte ich aus der Fahrradzone heraus, zurück auf den eigentlichen Weg für die Fußgänger. Ich glaube, mit Beamed ist hier gemeint, einer der Fahrradfahrer blinzte mich bösartig ein wenig an, als er an mir vorbeigefahren ist, obwohl er natürlich auch jegliches Recht dazu hatte, genervt zu sein. Tja, unter der Brücke befand sich ein Fluss, welcher in der Nachmittagssonne glänzte, der Yarra-Fluss oder Yarra-River. So wie es zumindest meine Forschungen oder meine Vorforschungen von diesem Trip aus erahnen ließen. Ich holte mein Telefon wieder heraus, beziehungsweise mein Smartphone, um ein Foto davon zu machen, bevor ich über die Brücke komplett hinüber glitt. Nach einem weiteren 10 Minuten Fußweg kam ich letztendlich beim Eureka Skydeck an. Die vertikal dort angebrachten Buchstaben auf dem Logo sahen selbst so aus wie ein Turm. Naja, was wahrscheinlich auch genau das ist, was sie damit erreichen wollten, diesen Eindruck. Auch hier haben wir wieder ein Video, da klicken wir natürlich auch direkt mal drauf, 21 Sekunden lang. Und da haben wir das Äußere vom Eureka Skydeck. Das ist also der Turm, von außen verglast. Hier haben wir ein bisschen das Logo, auch wenn es in diesem Fall... Achso, da ist es. Das vertikale Logo. Naja, ob das wirklich so einen Turm dann darstellen soll, wenn, dann wäre es eher der schiefe Turm von Pisa. So schief, wie das aussieht, auch hier im Spiel. Eine Gruppe von Backpackers ging durch die automatischen Türen von dem Turm. Das könnten auch Kalligraphen für dieses Forum sein. Auch Kalligraphen von diesem Forum im Internet, in dem ich mich immer manchmal rumtrieb sein. Aus irgendeinem Grund sorgte es, diese Forum-Benutzer im realen Leben zu sehen, dafür, dass meine Augenbrauen, nehme ich mal wieder an, mit Schweiß getrieft waren. Oder vielleicht lag es einfach an dem langen Spaziergang bis hierher, der mich ein wenig ausgelaugt hat. Ah, komm schon, Vinti. Diese Leute hier teilten deine Passion für die Kalligrafie. Deswegen solltest du sie als deine, ja, Verbündeten betrachten. Das wollte ich mir zumindest einreden. Aber ja,
wenn dem so war, wieso zitterte ich dann so, als würde ich ein Minenfeld betreten? Ach, zur Hölle damit. Jetzt umzudrehen wäre einfach nur eine Dummheit. Deswegen schnallte ich wieder die Gurte von dem Rucksack etwas enger und tritt durch die automatischen Türen. Zu meiner Linken war eine hölzerne Wand, wo wieder ja die Marke oder der Name von dem Turm drauf gedruckt oder drauf gezeichnet war. Okay, ein Slanted Light. Da muss ich doch dann mal langsam wieder das erste Wort doch mal nachschlagen. Slanted. Was ist denn ein Slanted Light? Also Slanted. Ah, geneigt, abgeschrägt, schief. Okay, wahrscheinlich in dem Sinne hier geneigt. Ein langes, zu der Wand wahrscheinlich geneigtes Licht, welches oberhalb dieses Logos hing, bestrahlte es. Am Ende dieser Wand, da standen bereits die Backpackers von zuvor und reihten sich direkt vor dem Fahrstuhl oder vor dem Aufzug auf. Es gab doch mehr Leute hier, als ich erwartet hatte. Ich hoffte, dass nur ein paar davon tatsächlich auch Kalligraphen sein würden. Der Mann und die Dame hinter dem Counter, wahrscheinlich der Rezeption, grinsten, als ich ihnen näher kam. Ironed. Aber das ist nicht mit irgendwelchen Eisen Sachen versehen oder so. Ich guck mal ganz kurz. Ironed. Ah, gebügelt. Ironed out, untergebügelt. Also mit solchen gebügelten Hemden könnten sie glatt durchgehen als Moderatoren ihrer eigenen TV-Serie. Einen schönen guten Nachmittag, sagte der Mann. Möchten Sie den Turm besuchen? Wir haben... ich meine natürlich die Frau. Wir haben Tag- und Nachttickets zur Auswahl. Genauso wie auch eine Combo zu einem Rabattpreis. Fügte sich die Frau mit in das Gespräch ein. Das Ganze mussten sie wohl einstudiert haben. Die nächtliche Umgebung oder die Nacht, den Nachtblick auf Melbourne zu sehen von der Spitze des Turmes wäre wahrscheinlich zwar ganz schön, aber ich sollte lieber frühzeitig ins Hotel zurückkehren, um auch einen guten Schlaf zu bekommen. Deswegen holte ich mir ein Tagesticket. Nachdem ich mir das besorgt hatte, zeigte der Mann hinter dem Tresen zu dem nur leicht beschienenen oder nur leicht dämmerigen Weg oder Flur entlang. Sie werden den Aufzug am Ende dieses Flurs sehen. Benutzen Sie ihn dort bitte. Und die Lady nickte dazu. Vielen Dank. Genießen Sie den Ausblick. Diese zwei unterstützten sich gegenseitig mit mehr Grazie, als es die meisten verheirateten Pärchen, die ich kannte, taten. Nachdem ich mich bedankte, machte ich mich auf dem Weg den Flur entlang zum Aufzug. Okay, das kommt wieder aus einem Lautsprecher, wahrscheinlich vom Innerhalb des Fahrzeugs, also ein bisschen gedämpft. Das Skydeck ist die höchste Aussichtsplattform in der Südhalbkugel oder auf der Südhalbkugel. Kam eine männliche Stimme aus den Sprechern, während die Nummern auf der Anzeige immer schneller größer und größer werden. So sehr, dass ich gar nicht mithalten konnte beim Mitzählen oder so wahrscheinlich. Wir könnten, wenn das so weitergeht, noch bis in den Weltraum hinein hochfahren. Die Höhe liegt dabei auf 285 Metern. Das wäre dasselbe, als würde man 20 von den Waggons der Melbourne Straßenbahn übereinander auftürmen. Ja, sagte wieder diese vorweg aufgenommene Stimme, um weitere Features von diesem Turm aufzuzählen. Was ist das denn eigentlich für eine Kraft? Also, na gut, die Schwerkraft ist ja gar... Auf jeden Fall, die
verstärkt wirkende Schwerkraft durch unsere Bewegung nach oben mit Hilfe des Fahrstuhles, physikalisch ganz korrekt ausgedrückt, presste meine Schuhe ja stark gegen den Boden. Und dieses Ploppen im Ohr, was ich schon auf dem Flugzeug und nach der Landung hatte, kam wieder zurück, obwohl es diesmal weniger schlimmer war. Fühlen Sie überhaupt irgendeine Art von Bewegung oder von Wackeln oder dergleichen? Falls ja, das ist normal. Um ganz exakt zu sein, der Eureka Tower kann bis zu 30 cm sich in jede Richtung neigen. Was vielleicht der Grund dafür ist, dann, dass das auch wie ein schiefer Turm von Pisa aussah, wenn das wirklich ein Turm darstellen soll, das Logo unten am Eingang. Das muss der stärkste Aufzug sein, den ich jemals einen Fuß gesetzt habe. Der Aufzug derjenige in meinem Apartment, der krächzte geradezu. Ah, okay. Derjenige in meinem Apartment, der krächzte immer nach dem dritten Stockwerk und ging zweimal pro Monat im Prinzip kaputt, deswegen absolut kein Vergleich. Wir sind so gut wie angekommen. Bitte genießen Sie den Ausblick und hören. Okay, und hören Sie den Geräuschen von Melbourne über Ihnen gut zu. Willkommen beim Eureka Skydeck. Enjoy the view and listen for the sounds of Melbourne above you. Okay. Ich weiß nicht genau, was mit den Listen for the sounds of Melbourne above you in diesem Fall gemeint ist, aber na gut. Die Nummer auf der Zahl hielt bei 88 an. Ich rieche da eine Nazi-Verschwörung. Ein Mitarbeiter begrüßte mich auf der anderen Seite, sobald die Türen sich geöffnet hatten. Ich sagte ein kurzes Hi zurück und trat aus dem Aufzug hinaus. Die Wände dieses Aussichtsdecks oder dieses Turmes waren aus Glaspaneelen gemacht, die so rein war, dass sie nahezu unsichtbar wirkten. Ich schätze mal, dass die Mitarbeiter von dem Turm diese Glaspaneele täglich reinigten, damit auch sichergestellt werden kann, dass die Kunden auch jeden Tag eine super Sicht auf die Landschaft der Stadt, also auf den, ja, den guten Stadtblick bekommen. Auch hier haben wir wieder ein Video, was wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Eureka Skydeck Top Floor. Welcome to Eureka Skydeck. 46 Sekunden Video das Ganze wieder. Wirkt fast so ein bisschen wie die Aussicht aus dem 45. Stockwerk im Rathaus von Tokio. Nur dass das Ganze hier, glaube ich, noch ein bisschen höher ist. Das hier hat so obere Level von Tokyo Skytree, vom Tokyo Tower von der Höhe her ungefähr das Level. Ich sehe recht viel Grün in Melbourne. Das freut mich zu sehen. Da Richtung Hafengegend der Blicke gerade. Okay, aber verkürzen wir das Ganze mal und gehen mal zurück ins Spiel. Ihr könnt es euch ja dann, wie ihr auch möchtet oder wie ihr wollt, anschließend später anschauen. Es gab hier Fernrohre, die überall in dem Turm verteilt waren, aber mit einem so klaren Blick hatte ich absolut keine Probleme, die ganze Landschaft und Szenerie mit meinen eigenen Augen dort zu begutachten und bewundern. Ich ging zum mir nächsten Glaspaneel und blickte ein wenig hinunter. Das hier musste tatsächlich das 88. Stockwerk sein, denn die Leute unten sahen aus wie kleine Reiskörner. Das muss es sein, der Anblick oder die Sicht, wie Menschen durch Xelias Augen, ja, wie sie, also die Menschen sieht. Andere Besucher machten Fotos von den Wolkenkratzern Melbournes, während sie ja in diesem Aussichtsturm vom Turm umhergingen. Während dieser eine Typ da Selfies machte, während der Souvenirshop dabei sich im Hintergrund von ihm befand. Naja, jedem das seine, schätze ich mal. Jedem das seine. 88. Schon wieder so eine Nazi-Verschwörung.
mit so vielen Leuten, die sich hier befinden, ja, konnte ich absolut nicht feststellen, wer von den hier Anwesenden denn eventuell Kalligraphen aus jenem Forum war. Ich müsste eventuell herumfragen. Aber als erstes ging auch ich zu einer der Glaspaneele und machte ein Selfie für mich selbst. Als ich mein Telefon zurück in meine Tasche tat, kam eine Gruppe von Mädchen zu mir. Sie trugen... Achso, also nicht ein Couple of Girls im Sinne von ein Paar, sondern tatsächlich exakt zwei Mädchen zu mir. Beide trugen sie Lederhandtaschen, die, das könnte ich schwören, Designermarken waren. Absolute Gyaru, wie man in Japan sagen würde. Diese Ladies hatten so viel Make-up auf ihrer Fresse, dass sie so aussahen, als wäre ihnen in die Fresse geschlagen worden. Das tat nicht unbedingt dem Sinn von Make-up was zugute, eher im Gegenteil. Hey, du da, sagte eine von ihren. Oh, Zigarettengeruch. Bist du auch eine Kalligrafin? Meine Wangen röteten sich, als ich nickte. Ja, es ist halt nur ein Hobby. Immer sagte ich dieselben Wörter, wenn Leute das Thema hervorbrachten. Wann würde ich denn wirklich mal den Mut hervorbringen, zu sagen, dass mir Kalligrafie wirklich alles bedeutet? Eines der Mädchen schaute sich um. Oh, kein Zeichen von Exilia, genau wie ich erwartet habe. Oh, wir haben echt unsere Zeit verschwendet, hierher zu kommen und versuchen, sie einzuladen. Die andere Lady shrugged. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Wort shrugged schon mal nachgeguckt habe, aber ich schaue vorsichtshalber nochmal nach. Ah ja, genau, zuckte mit den Achseln. Naja, sie antwortet ja auch niemals E-Mails. Was glaubst du denn, also hast du ernsthaft geglaubt, dass die Königin der Kalligrafie hier in Person auftauchen würde, einfach nur um solche Ratten, ich meine nicht Ratten, Ants sind ja eher Ameisen, wie uns zu besuchen? Ich konnte geradezu den Hass aus den beiden herausströmen hören und sehen. Das stank fast wie danach den Müllabfuhrtag zu überspringen, was auch immer das wieder für eine Metapher ist, die ich da benutze, die für den Spieler dieses Spiels nicht so wirklich irgendeine Art von Sinn ergibt. Die Mädchen beschwerten sich weiter über Exilia. Sie ging zu einer dieser Conventions nahe meiner Heimat und hat wirklich doch tatsächlich $100 pro Autogramm verlangt. Dieses so viel Geld nur für so ein klein bisschen Gekritzel. Alter, meint die das ernst? Einmal, da habe ich sie nach dem Foto gefragt und das hat sie abgelehnt. Wer glaubt sie eigentlich, wer sie ist? Nun ja, Exilia hat ja auch meine Nachfrage nach einem Bild abgelehnt. Sicherlich muss es da auch so einen Grund geben, den wir bestimmt nicht bedenken. Vielleicht irgendwelche Verträge, die sie mit ihren Agenten abgeschlossen hat und all dieser mögliche Superstar-Stuff. Dieses Zeugs, was man da zu tun hat. Die Attacken von den beiden Mädchen gingen immer weiter, was mich fragen ließ, warum diese Mädels dann überhaupt sich die Mühe gemacht haben, nach Melbourne zu kommen. Hätten sie auch genauso gut zu Hause bleiben können, wenn sie, ihr Idol so sehr hassten. Wobei dann die Frage ist, ob man das überhaupt noch Idol nennen kann, wenn man das hasst. Naja, Exilia hat halt reiche Eltern und auch alle ihre Geschwister sind super erfolgreich. Na, dann ist es ja kein Wunder, dass sie so viel Geld hat, mit dem sie um sich schmeißen kann. Ja, darauf läuft es letztendlich ja nur hinaus. Wir sind ja diejenigen, die gespart haben, monatelang nur um hierher fliegen zu können. Was ihr bestimmt auch hättet machen können, wenn ihr das ganze Geld nicht in Make-up, Designer, Handtaschen, künstliche Fingernägel, einen schicken Designerhut und sonst was verschwendet hättet, ihr kleinen, miesen Bitches. Beide Mädels drehten sich zu mir um. Ihr Starren sorgte dafür, dass ich mich gezwungen sah, meine Hände gegen das Glas zu pressen. Eine der Ladies sagte,
Du bist doch bestimmt auch hier, um Exilia zu sehen, nicht wahr? Schätze ich mal. Bist du von hier? Ich habe ein kleines Stipendium bekommen, damit ich hier rüber reisen kann. War das Stipendium? Ja, ich habe schon wieder vergessen, Grant. Ich habe es in... ich meine, ich habe es ja danach noch nachgeguckt, seit der einen Folge, aber ich habe es leider schon wieder vergessen. Was war es gewesen? Ein Zuschussstipendium, ja, genau, sowas in die Richtung konnte es sein. Murmelte ich. Die Mädchen zogen die Augenbrauen so weit hoch, als hätte ich ihnen gesagt, dass ich ein Baby zusammen mit drei kleinen Kätzchen ertrinken hätte lassen oder ertrunken hätte. Wenn man jemanden, wenn man nicht von sich aus ertrinkt, sondern jemanden ertränkt hätte, genau. Deutsch. Ah, Geld vom Staat, na klar. Und mit diesen Worten gingen die Mädchen wieder hinfort. Denn sie suchten wahrscheinlich irgendwelche Leute, die mehr ihren Gedankenwelten entsprachen, mit denen sie, naja, ihr ganzes Gemecker austauschen könnten. Ich knirschte ein bisschen mit den Zähnen, während ich versuchte, ein paar schöne, nette Worte zurückzuhalten für diese beiden feinen Ladies. Vielleicht haben sie mich ja missverstanden, aber ich bin hier durch ein Stipendium oder eine Unterstützung gekommen. Ich habe nicht irgendwie das Haus von einem blinden Mann ausgeraubt. So viel dazu, dass diese Leute hier meine Kameraden sein könnten, meine Alliierten. Nachdem ich ein paar mehr Fotos gemacht habe, ging ich wieder alleine zurück zum Aufzug. Mit Kollegen wie diesen, da gehe ich lieber alleine. Türen schlossen sich und als der Fahrstuhl wieder hinabglitt, da kam die männliche Stimme erneut durch die Lautsprecher. Wir hoffen, dass Sie den Ausblick genossen haben. Der Blick von dem Skydeck verändert sich ständig. Mal hat man wunderbaren Sonnenschein, mal hat man Wolken, die sich wellen durch die gesamte Stadt, mal einen wunderbaren Sonnenuntergang und dann die glitzernden Lichter der Stadt. Da ich absolut keine Ahnung habe, was ich hier mit dem ersten Satz aussagen will, lasse ich es einfach bleiben und übersetze nur den zweiten. Ja, vielleicht ging es tatsächlich wirklich nur um Geld, wie diese Mädchen sagten. So viele Kalligrafen waren hier heute auf dem Skydeck. Ich blickte hinunter auf meine Hand und fragte mich, ob sie wirklich in der Lage waren, Werke zu produzieren, die hinausstachen in dieser Menge von unglaublichen Künstlern. Sie sind fast zurück auf der Erde, deswegen leben Sie wohl. Genießen Sie Melbourne. Es ist eine der lebhaftesten Städte in der gesamten Welt. Die Türen vom Aufzug öffneten sich und ich machte mich wieder durch das Eureka-Style Skydeck durch den Flur hindurch auf den Weg nach draußen. Als ich wieder an dem Paar hinter dem Tresen vorbeiging, da sagten sie mir auch ein Lebewohl, und zwar unisono. Nun gut, und tja... Ich hätte nicht gedacht, dass das ganze Sightseeing alleine schon derart lange hier geht, auch wenn wieder mal ein bisschen Anspielung auf Exilia und so weiter vonstatten ging. Frage mich, ob wir beim Event eventuell diese kleinen Bitches wiedersehen, diese kleinen wohl erzogenen jungen Damen mit ihren Lederhandtaschen und ihrem absolut perfekten Styling, ob wir diese nochmal wiedersehen werden bei dem Event von Exilia und dass sie da dann eventuell ein 180 machen und dann absolut, total schwärmen von ihr und versuchen doch noch ein Autogramm und so weiter abzubekommen, weil man redet ja immer gerne hinter dem Rücken von Menschen über diese Menschen schlecht, aber wenn es dann, weil man ja eben gerne ein bisschen lästert und so weiter, das liegt in der Natur des Menschen, aber wenn es dann darauf ankommt und der Mensch tatsächlich anwesend ist, dann macht man immer gute Miene zum bösen Spiel oder tut dann auf einmal wieder so, als wäre man der größte Fan und ich glaube, diese beiden Mädels gehören genau zu dieser
Sorte von Mensch. Deswegen, wenn wir sie am morgigen Tag wiedersehen, beziehungsweise vielleicht in der nächsten Folge, je nachdem, wie lange denn dieser Trip durch Melbourne hier noch geht, auch wenn es jetzt schon langsam ja, zur Abenddämmerung hinabgeleitet, mal schauen, vielleicht treffen wir sie ja wieder. Weil, warum ansonsten sollte dieser Sprite extra gemacht worden sein? Für eine von den Damen zumindest. Who knows? Auf jeden Fall, wir sind wahrscheinlich auf dem Weg zurück langsam zum Hotel, aber was wir da machen, ob wir unterwegs noch irgendwas sehen und wie das Event dann vonstatten geht und wir hoffentlich auch bald Exilia, unser Idol, wiedersehen, das wird alles, ja, in der nächsten Folge, denke ich mal, dann geklärt werden. Bis dahin, sagt hier Vinti an dieser Stelle euch allen auch wieder Matane. Ich meine natürlich Howdy Ho, lasst es ordentlich krachen. Känguru. Bye bye.